Zuge des Ausbaus der Kraftwerksgruppe Sellrhein-Sils, der DIWAG, wird in Kütei ein zusätzlicher Speichersee errichtet. Um diesen Speichersee zu füllen, wird unter anderem Wasser des Schrambachs bzw. des Fischbachs im hinteren Sulztal bei Gries in Lengenfeld abgeleitet. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde der Tiroler Energieerzeuger verpflichtet, Ausgleichsmaßnahmen zu setzen. So wird nun an der Renaturierung der Ötztaler Ache sowie des Fischbaches und der Entwässerungsgerinne im Lengenfelder Talboden gearbeitet und somit ökologisch aufgewertet. Ja, wir sind da ja auf einer Baustelle in Lengenfeld, in Weilerlehnerau, wo es eigentlich die Ausgleichsmaßnahmen betrifft für Kraftwerksbau Sellrhein-Sils, Kütei. Gewässerökologische Verbesserungen, zum Teil Fischaufstiegshilfen werden da errichtet, beziehungsweise Ruhezonen vom Wasser, wo sich die Ötztaler Ache ein bisschen ausweiten kann, wenn er Hochwasser ist. Und das sind eigentlich diese Maßnahmen, was eigentlich im UVP-Verfahren vorgeschrieben sind, und die muss auch die DIWAG richten. Baustellen haben bei den Entwässerungsgräben einmal in Lehnerau, und nachher haben wir eigentlich Ausgleichsmaßnahmen quer durchs ganze Gemeindegebiet, eigentlich Gesamtbaulänge, das sind in etwa 12 Kilometer, und einmal haben wir eine größere Baustelle in Dorferau, in der Ötztaler Ache, und natürlich das Größte, was es betrifft in unserem Gemeindegebiet, ist einfach die Wasserentnahme im Sulztal auf der Amperger Hütte. Da wird einmal der Schrambach das Wasser zum Teil entnommen und einmal der Fischbach. Und da starten sie nachher heuer auch mit dieser Baustelle. In Gries baut man eine Umfahrung. Da wird eine neue Umfahrungsbrücke errichtet, damit wir den Weiler Gries vom Schwerverkehr entlasten können. Ja, es wird durch das Sulztal hineingeliefert, werden Betontransporte durchgeführt, Eisentransporte. Einfach was Baustellenverkehr, schwerer Baustellenverkehr. Und da fahren wir auf der orographisch rechten Seite in das Sulztal hinein, damit wir grundsätzlich den Weiler Gries entlasten können. Was wichtig ist, ist, dass das Wasser genutzt wird. Also das ist einfach sinnvoll, dass wir das Wasser nutzen. Das ist Fakt. Aber natürlich, wir als Bürgermeister wären lieber, wenn wir unser Wasser in unserem Tal abarbeiten könnten. Wir als Gemeinde sind natürlich dabei, ein eigenes Kraftwerk vom Fischbach zu errichten. Das ist ins Detail geprüft worden, dass wir mit diesem Restwasser, sage ich, in etwa 4.500 Haushalte versorgen können. Sein sollte es so, das geht in Gries oben los, das geht da auch in die Klamm, und da wird das Kraftwerk errichtet. Der Stand der Dinge ist so, zurzeit ist es beim Land Tirol, werden die Umweltverträglichkeitsprüfung vorbereitet, das forstrechtliche Verfahren. Und ich hoffe, dass wir 2024, 2025, wenn alles gut geht, in die Umsetzung kommen. Die Energiezukunft sehe ich generell so, dass wir auf unsere Energie schauen. Was mir wichtig ist in unserer Gemeinde, einfach, dass wir irrsinnig großes Potenzial zum Sparen haben. Und da sind wir jetzt einmal dabei in der Umsetzung, was können wir sparen, wo können wir Energie sparen, was sehr wichtig ist. Was eigentlich die letzten Jahre gar nie in Frage gestanden ist, es ist nie in Frage gestanden, müssen wir sparen oder nicht, weil der Strompreis definitiv so billig war. Aber jetzt ist er massiv teurer, jetzt ist auch ein Umdenken in uns, in der politischen Gemeinde und auch bei der Bevölkerung.